Hatte ich schon erwähnt, dass ich euch lieb hab. Ja, ich hab grad Bock, die Musik im Hintergrund laufen zu lassen, weil ich gerade eh trainiere. Vielleicht nehme ich es auch kurz mit rein ins Video, wenn ich gleich ein Personal Record Versuch mache. Ist nichts Besonderes oder so. Keine Ahnung, ob YouTube jetzt die Musik dann irgendwie, also das Video für die Musik halt flaggt und dann rausnimmt oder so. Ja, Updates. Ich bin jetzt nirgendwo mehr gemeldet, also in keinem Land. Mache ich mal. Man sagt zwar, man macht ein extra Video zu, aber ich bin halt zu chaotisch und zu spontan. Aber ich habe eigentlich viel zu erzählen. Ich habe auch keine Krankenversicherung mehr. Das Geile ist, wenn man das halt. Es kommt wieder eine Werbung. Auf dem iPad ist kein Adblocker drauf, von Nicole, das iPad. Aber es hat halt einen besseren Sound als mein ThinkPad, deswegen für Musik nehme ich gerade das iPad. Wenn man nirgendwo gemeldet ist, dann ist man auch nicht krankenversicherungspflichtig mehr, wusste ich aber nicht. Und jetzt haben meine Eltern bei ihrer Postadresse einen Brief gekriegt: Ja, nicht gezahlt, Versicherung. Ich hab noch nie bei der Versicherung irgendwas unterschrieben, dass ich die haben würde oder sonst was, aber man wird ja gezwungen. Und ja, schicken wir ihnen halt jetzt einen Zollbeamten vorbei, also sowas ähnliches wie ein Gerichtsvollzieher, nur es ist halt eine andere Einrichtung, staatliche. Dann hab ich gesagt, oder mir gedacht, ja, okay, dann melde ich mich jetzt ab, habe ich keinen Wohnsitz mehr, bin da nicht mehr wohnhaft, kann da auch keiner vorbeikommen, wegen Pfändung von irgendwas, was ich halt eh nicht besitze. Also kann ich nur empfehlen, wenn man keine Krankenversicherung haben will oder sich selber um eine Versicherung kümmern will, dass man vorher schon, ja, die. Nicht die Staatsbürgerschaft, die behält man immer noch, dass man halt seine Wohnadresse, dass man die einfach abmeldet, falls man überhaupt vorhat, keine Ahnung, nicht mehr in einer Wohnung oder in einem Haus oder sowas zu leben, sondern irgendwie, wie wir es machen wollen mit Vanlife, dass wir kein gebundenes Land haben, dass wir alle paar Monate das Land wechseln und somit ist laut deutschem Gesetz sind wir nicht nur nicht gemeldet in Deutschland, sondern auch nicht, wohnen wir auch nicht in Deutschland, wir leben nicht in Deutschland, weil wir halt alle 3 oder 6 Monate, ich weiß nicht mehr genau den Zeitraum, das Land verlassen. Und demnach ist man auch nicht steuerpflichtig. Im Prinzip, wenn wir jetzt Pflanzenöl in unseren Van reintanken, ist es so, dass wir dafür auch keine Energiesteuer dem Finanzamt anmelden müssen. Auf so eine Quatschidee wäre ich auch nie gekommen. Weil wir nicht in Deutschland leben. Und das ist so ein Schlupfloch für digitale Nomaden, was so die Steuerpflicht angeht. Auch wenn das Lied gerade ziemlich abgeht. Dass ja, man Steuern nicht zahlen muss, wenn man in einem Land auch nicht lebt, halt nicht wohnt. Das tun wir nicht. Wir sind auf Dauerreise im Prinzip. Und ich fühle mich auch nicht so, als wäre ich irgendein Staat angehörig, obwohl ich eine Staatsangehörigkeit habe, aber ich fühle mich auch nicht so, als würde ich in einem Land wohnen, in einem spezifischen, in einem speziellen, weil ich habe einfach nicht diese Grenzen im Kopf. Ich fühle mich schon mit der, sag ich mal, germanischen und keltischen und teilweise auch slawischen, nordischen Geschichte und Vergangenheit und Kultur und auch der Natur in diesen europäischen Regionen verbunden, aber halt nicht speziell jetzt unbedingt ein Land, auch wenn ich Deutschland zum großen Teil mag. Also das ist halt dafür nicht ausschlaggebend, ob ich hier jetzt lebe, weil ich bin einfach nicht mit der Politik, mit den Steuern, Steuersystem und ja, es gehört ja alles zur Politik. Ich bin damit einfach so extrem unzufrieden, aber eigentlich bei fast jedem anderen Land auch. Bei Portugal zum Beispiel nicht, da bin ich teilweise sogar erstaunt, dass sie alles hinkriegen. Zum Beispiel 110% aus Ökostrom wird da bezogen oder wurde einmal in einem Jahr testweise bezogen, sind aber ziemlich nah an der 100% dran. Ja, so viel dazu. Das ist so ein Update, dass in 2 Monaten, 2 bis 3 Monaten wir in einem Van leben. Wir haben das Geld jetzt auch zusammen. Ein paar Tausender halt, so 4.000, 5.000 sollten reichen. Für so einen kleinen Van einfach. Wir wollen einfach erstmal Matratze reinschmeißen, losfahren, mit den Hunden auch die Freiheit genießen. Ja, ich trainiere mal kurz weiter.
Na, das Blöde ist, ich muss jetzt umbasteln hier. Aber hier passt nicht. Ach doch, warte mal. Ein bisschen umbasteln muss ich hier. Ja, nein. Warte mal. Ja, und der Sänger singt natürlich in dem Moment Crippled and Broken. So, das sind jetzt 72 Kilo auf der Kurzhantel. Habe ich noch nie geschafft vom vorgebeugten, einhändigen Kurzhantelrudern. Kurze Kamera, adjusten noch mal ein bisschen. Ich hatte gerade 5 Wiederholungen mit 62 Kilo gemacht, aber es hatte sich angefühlt, als hätte ich ewig weitermachen können. Deswegen wollte ich das Gewicht nochmal steigern. Wahrscheinlich würde ich so 72 schaffen oder so. Aber ich komme nicht auf 72 mit den Gewichten. So viel passt nicht auf die Stange. Weil ich muss dann halt diese kleinen Gewichte nehmen und die stecken dann halt ab sozusagen. Die sind halt von der Breite her, weil wir jetzt so einen kleinen Durchmesser haben. Große Hilfe, das ist ein bisschen groß und so weiter. Egal, lange nicht unter sind, lassen Sie. Ja, Sänger wieder so slow, klingt der immer. Das war noch nichts. Wir machen halt einfach bei 72 Kilo. Aber irgendwie sind jetzt zwei. Ach ne, es wären 72 gewesen, 75. Dann wäre ich so bei 70 oder knapp darunter. Aber 62 sind wir wiederum zu leicht. Dann, ja, muss ich die andere Hand jetzt auch noch abbasteln. Das hatte ich immer. Deswegen habe ich voll auf keine Motivation zu trainieren. Weil ich voll auf diese ganzen Gewichte umbauen muss. Während man halt so total im Fokus ist und in seiner Meditation drin ist, dann klappt es nicht, dann muss man nochmal umbauen, das ist so nervig einfach. So, wo ist das jetzt gerade? Kann sich nur um Jahre handeln. Jetzt haben wir 66 oder 66,6. Ja, man sieht in meinen Bauchmuskeln, weil die zu untrainiert sind, weil ich die nicht so viel trainiere. Ja, von der Kraft her wäre nur das Problem, aber direkt so gezogen. Ach, fuck, verletze ich mich nur. Das ist halt auch immer das Blöde, ey. Ich muss Schwäche trainieren. Das ist immer so nervig, da will man immer vorankommen in seinen Übungen. Hat aber keinen Bock, diese ganze Schwäche immer zu trainieren. Ich hab mal. Wir trainieren gleich noch weiter, das Lied nervt mich. Komm schon. Das macht mich immer so fertig, dass ich es direkt immer mich hinlegen muss. Nach so schweren Gewichten.
Oh, 10 Minuten. Ja, schon. Kugelmaus. Ja, die will immer unter die Decke. Deswegen kommt die gerade an. Ja, komm, Schatz. Und da ist sie unter der Decke. Weil die will sich endlich mal ausruhen, die Schatz, die Dame. Und chillen einfach nur. Oh. Oh, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich guck mir das nie an im Spiegel oder so. Ich habe halt nur Wassereinlagerung teilweise halt hier drüber. So das hier oder im Bauch besonders. Das sind einfach Wassereinlagerungen. Das ist eigentlich kein Fett. Weil teilweise, wenn ich rausgehe durch meine Sozialphobie, wenn ich wiederkomme, kann ich so richtig in meinen Bauch reingreifen. So richtig fett, was ich vorher überhaupt nicht konnte, weil ich einfach gemerkt habe zwischendurch, wenn ich draußen mal richtig fett Wassereinlagerungen kriege. Also ich kann bis zu 2 Liter Wassereinlagerung kriegen am Bauch, wenn ich draußen war, einfach durch die Sozialphobie. Das ist heftig. Durch Fitness kann ich das kompensieren. Das ist aber dann halt ein stetiger Kampf draußen gegen die Sozialphobie. Aber mit Fitness habe ich eine Chance bei diesem Kampf sozusagen. Aber ich bin einfach teilweise stärkesüchtig, dass ich auf Stärke trainiere und dann weniger auf Fitness. Aber jetzt streue ich immer mehr Fitness ein. Und vor diesen schweren Versuchen gerade habe ich die ganze Zeit Fitness gemacht. Zum Beispiel Kniebeuge nur mit 60 Kilo statt mit 160 oder so. Und beim Bankdrücken auch erst mit 60 Kilo 15 Wiederholungen oder so, davon 4-5 Sätze und dann bin ich erst auf 100 oder so hochgegangen. Naja. Ja, was passiert noch oder was ist noch passiert? Ja, diese Krankenversicherung hat auch direkt dann den Höchstsatz angerechnet, weil die keine Einkommensauskunft von mir hatten. Ich habe die Briefe auch einfach teilweise nicht gekriegt und die ich gekriegt hatte, da waren nur Ankreuzmöglichkeiten und die haben allen einfach nicht zugetroffen, deswegen konnte ich dir nichts zurücksenden. Und ja, ich lasse das einfach halt ins Nichts laufen, weil ich habe eh keine Mailadresse. Dann habe ich keine Wohnung hier, ich habe auch nirgendwo anders eine Wohnung, also können die auch nirgendwo was finden und ich habe halt auch keinen Besitz. Ich habe halt meinen Laptop, ich krieg morgen nach 10 Jahren mal mein zweites Handy in meinem Leben. Beides als Arbeitsgerät. Ja, und ich will halt auch so minimalistisch leben und ich kann nichts dafür, wenn man zu einer Krankenversicherungspflicht verdonnert wird, die ich noch nie benutzt habe in den 10 Jahren, wo ich erwachsen bin. Davor wurde ich halt dahingeschleppt von Eltern. Habe ich aber auch damals noch nie was von gehalten, von diesem Ärztetum. Und ich habe da nie irgendwas unterschrieben. Deswegen sehe ich nicht ein, dass ich da irgendwas zu zahlen habe. Und ich konnte dann da ja auch nicht austreten halt aus der Krankenversicherung. Und ich wusste es halt nicht, wenn man seinen Wohnsitz abmeldet, dass man dann halt nicht mehr pflichtig ist. Ich habe halt keine Ahnung von dieser ganzen beschränkten Bürokratie hier. Deswegen kann ich nur empfehlen, dass man halt als Erstwohnsitz abmeldet. Dann kann man halt diese Abmeldebestätigung der Krankenversicherung schicken und dann ist man da auch raus, sozusagen. Aber jetzt wollen die halt ganz viel Kohle von mir, aber ja, sollen sie halt versuchen, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob da irgendwas Gefängnis als Ersatzgedöns eine Rolle spielt. Ich habe einfach keine Ahnung von der Gesetzgebung. Ich habe versucht, mich zu informieren, einen ganzen Tag lang mehrere Stunden. Je weiter man da rumgräbt, desto weniger Informationen hat man letztendlich, die valide sind. Also ich kapiere das eh alles nicht. Keine Ahnung. Einfach mal gucken. Auf jeden Fall mache ich mir deswegen keinen Stress. Ja, ansonsten hab mir jetzt halt wie gesagt ein Handy geholt. Ich habe einmal in meinem Leben ein Smartphone gekauft, das war vor 10 Jahren. Ja, das Universum hat es jetzt automatisch stumm geschaltet. Ich habe da einfach nur hingegriffen, dann war es stumm, also sollte es wahrscheinlich so sein. Ihr werdet es sowieso bevorzugen, dass es stumm ist, die Musik. Ja. Also vor 10 Jahren hatte ich mir zum ersten Mal ein Smartphone gekauft, das war das HTC Desire Z, das hatte noch eine richtige Tastatur, die jetzt habe ich auch hier liegen. Eigentlich ist es hier runtergefallen, dann müsste ich mich jetzt darunter strecken, was ich auch gerne machen würde, aber ich habe hier die Schatzdame liegen und dann ist die weg und brummt und so. Oh, jetzt steht sie eh schon auf, ist ja schon zu viel gewesen.
Ach, Schatz, die Dame, wedel, wedel. Hier, feine Maus. Und dann will sie wieder zurück. Deppe. Ich strecke mich trotzdem mal kurz, ob ich das nicht finde. Oh, ihr seht ja meine Titties. Ich sehe wohl letztens runter. Ah, da. So, hab ich's. Hier, komm, Schätze, Dame. Hier, patsch, patsch. Hier, wedel, wedel. Wedel. Nee, Schätze, Dame. Ist so nervös immer. Ja, komm, 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 komm. Nun, der ist wieder runter. Oh, ich liebe das. Ja, beste Lichtverhältnisse. Dieser Headset, das hat Android 2.6 drauf, ursprünglich Android 1.6 oder so. Ich habe 2.6 drauf geflasht. Wollte ich nur kurz zeigen, es hat halt so eine Tastatur. Ich habe das Ding nie wirklich genutzt gehabt. Ganz selten mal, wenn ich irgendwo allein hingefahren bin, um meinen Vater oder so anzurufen, der mich dann abgeholt hat oder so. Aber ich habe, glaube ich, damit vielleicht 15 Mal im Leben telefoniert und es auch sonst für nichts anderes benutzt. Ja, und jetzt habe ich mir mal eins geholt, das Galaxy Note 4, und das ist richtig geil mit Eingabestift. Ich brauche auf jeden Fall einen Eingabestift für so ein Teil. Und Multitasking, dass man mehrere Fenster übereinander, nebeneinander haben kann. Und dann einfach mit dem Stift sagen kann, Copy Content, dann ist da halt irgend so ein langer Titel oder so. Und dann muss man nur einmal drauf tippen, ist der ganze Titel. Ja, kann man den halt mit dem Stift dann in die nächste App, in den Facebook Messenger oder irgendwas so reinziehen. Und damit gehen halt Arbeiten viel einfacher und ich vertrage einfach nicht viel Strahlung von, deswegen habe ich auch seit 4 Jahren oder so keinen Desktop-PC mehr. Ich habe das einfach nicht mehr vertragen. Hatte mir dann einen Laptop geholt und je weniger Strahlung, also je weniger Verbrauch, Leistung so ein Gerät hat, desto besser komme ich damit klar. Und so ein Laptop, wie ich ihn hier gerade benutze, könnt ihr es wahrscheinlich eh nicht sehen, auch nicht in der Spiegelung hiervon. Da sieht man die Tastatur, die beleuchtete in der Spiegelung des Handys gerade. Und da sieht man Camera Reception, man sieht jetzt das Handy im Handy, im Handy, im Handy. Da oben halt die LED von der Webcam des Laptops, dass es aufnimmt. Ja, ist halt ein ThinkPad X1 Carbon, das ist ein relativ dünnes ThinkPad mit einer ja, kleinen CPU, sage ich mal, die nicht viel Leistung hat. Das geht gerade noch so klar, aber selbst stärkere Notebooks mit zum Beispiel Quad-Core-Prozessor, also nicht die ganz neuen Quad-Cores, sondern die älteren Quad-Cores, die 45 Watt oder sowas verbrauchen, allein der Prozessor, die Strahlung, damit komme ich auch fast gar nicht klar. Wobei das bei ThinkPads immer irgendwie besser ist, das könnte an dem Carbonfasergehäuse liegen, was so ein bisschen abschirmt, aber wenn ich zum Beispiel HP oder andere nehmen, die dann Aluminium haben als Chassis, als Gehäuse, da komme ich überhaupt nicht klar. Da heizt sich mein ganzes Gesicht auf, also ich werde rot im Gesicht und ich komme damit einfach nicht klar. Mit einem Tablet komme ich auch ganz gut klar, die haben halt noch geringere Verbräuche. Ich habe zum Beispiel ein Surface 3 von Microsoft, also nicht die Pro-Variante, sondern die 10-Zoll-Variante mit Atomprozessor. Die verbraucht nur 2 Watt von der CPU, ist trotzdem alles so schnell, wie ich es brauche, weil ich brauche nicht jeden Tag Quad-HD-Videos konvertieren oder so. Reicht im Prinzip erstmal. Ja, und aber es fesselt mich trotzdem, wenn ich das hier irgendwo hier so lieben habe, so einen fetten Block Metall, also Metall-Carbon-Mix ist das, oder auf dem Bauch so lieben hab, wenn ich liege und halt so dran rumbabbel. Es ist mir einfach schon zu viel. Also es fesselt mich total und ich kann das nicht so einfach weglegen. Das ist so ein schweres Stück Materie, dann auch noch so ein sowas Titanisches, sage ich mal, halt diese Elektronik, die einen unterjochen will, diese Titanen der Neuzeit sozusagen. Und je minimalistischer es ist, desto besser fühle ich mich und desto einfacher komme ich davon auch wieder los. Das heißt, ein Handy kann ich einfach zack weglegen. Selbst halt so ein iPad Mini, das hat mich halt richtig überrascht. Hier sieht man es, von Nicole im Prinzip. Das wiegt halt extrem wenig. Ich kann dann einfach, wo ist er jetzt, hier den Knopf drücken und dann lege ich es weg. Das war's. Das schön klein minimalistisch passt sogar in die Hosentasche. Ich lege es weg, fertig. Und das kriege ich bei einem Laptop irgendwie nicht so hin.
so eine fette Tastatur ist, dann denke ich auch immer, ja, jetzt habe ich den aufgeklappt, jetzt muss ich auch diese ganze Leistung, diese ganze Greatness und diese Vielfältigkeit, die so ein Laptop bietet, ist auch nutzen irgendwie und dann hänge ich mich so da dran, aber hier ist einfach Tablet, man nimmt es, man patscht da ein bisschen rum und das Geile ist, dass man durch die 8 Zoll Display Diagonale, das ist halt nicht dieses normale große iPad, dass man da auch gut tippen kann. Ich versuche das gerade mal. Bei einem 10 Zoll Tablet geht das nicht so gut, also man kann im Prinzip wie bei einem Handy tippen. Ich muss mal kurz mir so ein Fenster hinkriegen, wo ich dann tippen kann. Also ich benutze das eigentlich nie. Ich probiere das gerade erst aus, sozusagen. Deswegen muss ich jetzt gucken, wie ich das alles hier hinkriege. Vielleicht hier so eine App oder so. Ist halt auch sehr schnell alles und so. Ah, ist einfach nur ein weißer Bildschirm. Notizen. Ah. Da kommt, da sieht man die Tastatur. Und ich kann halt das Gerät, ich weiß, so halten. Natürlich anders, ich halte es nur für die Kamera so. Da sieht man die Tastatur und ich kann halt dann so tippen. Ich komme halt bis in die Mitte. Ich komme an die Ränder, ich komme überall dran, kann dann voll schnell tippen und teilweise kann ich viel schneller tippen als mit der Tastatur. Ich weiß nicht, ob ich das kurz versuchen soll mit der Tastatur, ob dann die Kamera-App geschlossen wird. Okay, ich mache dir einfach mal einen Hintergrund. Hab hier ein Notepad auf. Oh, da sehe ich mich noch in der Kamera. So, ihr hört auch das Tippgeräusch. Wenn ich hier tippe, ist es ungefähr so. Und wenn ich hier tippe, okay, wahrscheinlich bin ich nicht schneller, aber es fühlt sich für mich minimalistischer an. Gucken, ob ich hier das Tippgeräusch lauter kriege, wenn ich die Lautstärke erhöhe. Ne, aber vielleicht hört ihr es trotzdem, wenn ich ganz ruhig bin. So, dann fange ich mal an. Also ich bin eigentlich ungefähr genauso schnell. Okay, da habe ich einen Buchstaben falsch eingetippt. Das kann halt passieren. Aber passiert mir bei diesem ThinkPad speziell auch. Das ist halt ein sehr dünnes Notebook. Das ist zwar immer noch von allen dünnen Notebooks, die existieren, die beste Tastatur vom X1 Carbon von Lenovo. Aber wenn man sich jetzt andere. So, ich muss mal kurz die Kamera wieder im Vordergrund, damit ich halt auch sehe, ob ich Sachen reinpacke, in den Bildschirm hier sichtbar kriege. Das wäre jetzt ein Sub-Notebook, eigentlich fast schon ein Netbook. Das kriegt man auch auf ein Kilo runter an Gewicht. Das ist ein 12-Zoll-Gerät von Lenovo ThinkPad. Das X200, X200S. Und da ist halt noch eine ältere Tastatur drin, eine, ja, die mehr mechanisch ist. Ja, ist jetzt seitenverkehrt alles, hat auch nicht mal ein Touchpad, so geil ist das Teil. Es hat halt nur den Point, den Stick, den finde ich auch ganz geil. Und damit habe ich gar keine Fehler, wenn ich tippe. Also als mobile Rechenmaschine oder mobile Textmaschine finde ich das schon sehr geil. Vielleicht hört ihr den Text. Ich versuche mal schnell zu tippen. Ich muss mir einen Satz überlegen. Also es hat ungefähr das X1 Carbon, womit ich gerade aufnehme, hat ungefähr 1,4 mm Tastenhub und es hat hier 2 mm. Also damit kann ich extrem schnell und extrem akkurat tippen. Aber es hat halt nur ein 12-Zoll Display, hat auch kein besonders gutes Display. Also und es hat auch kein Touchscreen. Ich finde Touchscreen richtig geil, auch für Bildbearbeitung, dass man ja da einfach akkurat an Bildschirmen so schnell Sachen drehen kann und so weiter. Auch, also innerhalb von Bildern, dass man nicht alles mit dem Touchpad oder Pointstick oder Maus machen muss. Ich finde die Eingabe einfach direkter und intuitiver. Ja, so viel dazu. Und jetzt steht Schatzi da mal wieder auf, weil halt dieses Zuklappen eines Laptops bei ihr schon so ein Trigger, so ein Pavlovschen Trigger eingebaut hat, dass wenn man es zumacht, dass man jetzt fertig ist mit seiner Gefangenheit und jetzt kann man sich um die Hunde kümmern. Jetzt kann man den essen gehen, mit denen rausgehen, sie lieb haben, ne? Das ist bei denen schon ein Trigger, die haben das gelernt. So, jetzt ist er aus seiner komischen Scheißwelt raus. Jetzt stehe ich mal auf. Und dann merkt es aber oft, oh nee, ist gar nicht so, weil es nur so ein Fake-Geräusch ist, ist wieder unter der Decke. Ja, und da sieht man eigentlich schon perfekt dran, dass mich das gefangen hält. Und ich bin aber auch ja, so ein bisschen nerdig mit den ganzen Sachen. Das Geile ist,
Also ich will in erster Linie dann auf dem Handy oder Tablet umsteigen, versuche jetzt ein bisschen aus. Das Note 4 habe ich mir für 80 € geholt, finde ich auch besser als die neuesten Note 8 und so weiter. Das Note 4 hat auch ein 16 zu 9 Display, das ist ein bisschen breiter. Und ich hatte mal das Note 8 testweise vor einem Jahr oder so bestellt und das fand ich einfach viel zu schmal. Das hat mir nicht gefallen. Das Note 4, das ist halt deutlich breiter und es hat so viele extreme Funktionen, das geht einfach nicht klar. Auch diese ganze Sprachsteuerung. Oder bei einem Bild, dass es bei einem Bild einfach den Text erkennt, man kann den Text sofort kopieren mit diesem S-Pen dann wieder in irgendeine App einspeisen oder sowas. Das ist alles sehr fluidly und ich kann damit viel schneller und effektiver arbeiten als mit einem Notebook und es hält mich gleichzeitig nicht so gefangen und es braucht fast keinen Strom. Ich halte ja sowieso nichts von Steckdosen und alles und ja, dann kann man sich einfach so ein kleines Solarfaltding holen und damit dann einen Akku aufladen. Und mit dem Akku dann wiederum das Handy aufladen, beziehungsweise das Handy aufladen und das Akku gleichzeitig. Ja, das war jetzt so ein bisschen Technik geredet. Ja, manche mögen ja mal so längere Videos. Also solche Videos kann ich halt sehr gut, wo ich einfach drauf loslabere und auch länger labere. Aber dann denke ich mir halt bei vielen Sachen immer, oh, das interessiert diese Interessengruppe jetzt nicht. Oh, und jetzt interessiert es diese Interessengruppe nicht. Oh, und dann gibt es eine ganz kleine Interessengruppe, denen ist das eh egal, die wollen einfach nur zuhören. Ja, aber so passieren dann sonst 2 Jahre lang gar keine Videos, wie ihr gesehen habt. Ja, Blueberry Bytes Projekt, unser veganes Hundeprojekt, der Dummy steht. Wir müssen uns langsam einfach nur mal ums Crowdfunding kümmern. Nicole ist am Sonntag wieder da, dann können wir am Montag wahrscheinlich noch nicht, weil noch viele andere Sachen anstehen. Die macht doch gerade den Führerschein fürs Vanlife halt. Aber nächste Woche, Anfang nächste Woche, beginnen wir endlich mal uns ums Crowdfunding zu kümmern. Wir haben schon ein bisschen gemacht. Um das Buch für die vegane Hundeernährung rauszubringen, was so extrem geil geworden ist, vom Design auch, vom Inhalt sowieso. Das Blöde ist, ey, wir haben echt das meiste an dem Buch an wenigen Tagen geschrieben. Dann nochmal vielleicht ein paar Tage, wenn man jetzt die Stunden zusammenrechnet, an Korrektur, aber das dauert schon, weiß ich nicht, 2 Jahre oder über ein Jahr. Die meisten Hürden sind einfach, diese ganzen gesellschaftlichen Programme loszuwerden, was jetzt, wie ein Unternehmen jetzt aussehen soll und wie man es zu führen hat und die ganzen Leute, die einen da reinreden und Tipps geben, beziehungsweise einfach wirklich nur gut gemeinte Tipps geben wollen, aber das alles loszuwerden, das ist für uns, besonders wenn man sehr, sehr krass sensibel ist, extrem hart. Und das hindert und blockiert uns die meiste Zeit, um das abzuarbeiten. Das braucht halt so viel Zeit, nicht die Arbeit an sich. Als ich mein erstes Buch rausgebracht habe über die High-Carb-Ernährung, das habe ich wirklich halt nur in 6 Stunden oder so geschrieben. Und wurde dann auch, dadurch habe ich halt knapp die Hälfte meiner YouTube-Abonnenten kommen immer noch von diesem Buch, was damals Rohe Energie auf seinem Kanal und auf seinem Facebook, auf seinen Social Media geteilt hat. Ja. Am liebsten würde ich halt jeden Tag so geil produktiv sein. Nicht aus irgendeinem gesellschaftlichen Matrix-Zeug heraus, weil mir es wirklich Spaß macht, halt mein Wissen, meine Erfahrungen und so weiter weiterzugeben und in Ordnungsstrukturen wie ein Buch oder sonst was, E-Book reinzupressen. Ja, vielleicht ist das auch das männliche Prinzip. naja. Ja, Musik wollen wir auf jeden Fall machen. Ich habe noch nie jemand so gut singen gehört wie Nicole. Das ist echt extremst heftig. Kommt direkt von Gott. Schlagzeug, ich habe so ein Kinderschlagzeug hier stehen. Das nehme ich auch mit auf Vanlife. 300 Kilo Gewicht zum Trainieren nehme ich auch mit. Ja, wir brauchen nichts. Wir brauchen kein Klo. Wir brauchen keinen Herd. Wir brauchen keinen Kühlschrank. Keine fette Elektrizität. Sonst was. Aber fette Gewichte, also alles, was halt Hobbys sind, das kommt halt mit, aber nicht halt dieser komische Wohnzwang irgendwie, der für mich noch nie Sinn gemacht hat. Ich kacke in der Natur oder in einen Eimer, was brauche ich da mehr? Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Ich mache Rohkost und zur Not machen wir es über ein Feuer oder haben halt, wie in einem Video, diesen Holzvergaser, dieses kleine Ding, wo man Holz oder Spiritus reinpacken kann. Kann man da kurz was kochen? Warum brauche ich so eine fette Kochnische und ach, ich weiß auch nicht. Zumindest nicht in einem Van. Also, ich will erstmal so die Erfahrung machen, so richtig simple life. Und wenn man halt die Kohle dann hat, Grundstück, Lehmhaus bauen oder was ähnliches, Stroh, Lehmstrohbauweise. Da kann man sich dann halt alles hinzimmern und 1 Million Gewürzgläser und diese ganzen Geschichten halt da haben.
Tausend Räume, tausend Hobbyräume, Yoga-Raum, Kraftraum, Musikstudio, irgendwas. Soweit sind wir halt noch gerade nicht. Wir versuchen uns erstmal zu befreien. Ja, ich fühle mich so extrem befreit. Also seit heute bin ich halt nirgendwo gemeldet. Bin abgemeldet mit der Info, dass ich halt ins Ausland gehe. Wir werden noch mit dem Van, denke ich mal, sehr zeitnah ins Ausland. Wohnung wollten wir diesen Monat kündigen, dann sagt aber Nicole, macht ihr zu viel Druck, weil sie halt noch den Führerschein macht. Sie will die Wohnung kündigen, wenn der Führerschein abgeschlossen ist. Nicht aus Angst, dass man dann halt zu viel zahlt für die Wohnung, sondern weil sie halt dann wirklich einfach psychologisch dann zu viel Druck hätte. Wenn jetzt Wohnung kündigt, oh, jetzt muss ich ganz schnell meinen Führerschein machen und darf auch nicht oder nur maximal einmal durchfallen, sonst sind wir wohnungslos da. Das macht ihr zu viel Stress, verständlicherweise. Deswegen wird wahrscheinlich nächsten Monat oder so oder in anderthalb Monaten spätestens die Wohnung gekündigt. Aber das ist ja jetzt auch nicht mehr relevant. Was fällt mir noch ein? Ja, wir machen dann auch einen eigenen Blog zu Vanlife oder zu unserem Projekt, auch so Nachhaltigkeitssachen, wie wir Sachen lösen, wie Klamotten zu waschen. Zum Beispiel halt mit Efeu oder Kastanien. Oh, sie süß. Ihr Köpfchen wieder auf meinen Bein abgelegt. Will ich jetzt nicht zeigen, weil dann ist sie vielleicht, geht sie vielleicht weg wegen der Bewegung. Boah, ich habe jetzt 2 Stunden trainiert, das werde ich auch langsam ein bisschen müde. Hab heute auch nichts gegessen, aber ich habe gerade einen Kaffee getrunken. Ich bin auch nicht gewohnt, viel zu reden. Ich rede eigentlich den ganzen Tag fast gar nicht, sondern ja, Nicole redet meistens. Reden finde ich an. Also ich finde alles anstrengend, was Ausdauer benötigt. Ja, mit Laufen, Joggen gehen und so weiter, das würde ich sehr gerne machen. Seit 2 Jahren schon wieder anfangen. Meine Sozialphobie verhindert das einfach. War damals auch schon so, ich bin nur nachts gelaufen, ich bin auch nachts im Wald gelaufen, mich haben irgendwelche Wildschweine angekeift. Aber da hatte ich viel weniger Angst vor als vor jedem x-beliebigen Menschen, den ich auf der Straße treffe. Das ist für mich viel heftiger. Sonst noch was? Ja, wir hatten gesehen, dass andere, die auch Vanlife gemacht haben in Deutschland, dass sie dann einfach ein richtig geiles Fleckchen irgendwo gefunden hatten. Falls ein Feld, Acker, wo aber auch so ein Wald dran war, dann haben sie Einheimische gefragt, ob die wissen, wem das gehört. Und dann haben die gesagt, ja, dann gehen wir dahin, dahin. Sie sind da hingegangen, es war ein Bauer, dem das gehörte. Haben so gesagt, ja, hast Bock, das zu verkaufen? Der Bauer von diesem Patsch sagt so, ja, 3000 Euro. Hatten die ein richtig fettes, geiles Grundstück. Ist wahrscheinlich kein Bauland gewesen oder so in Deutschland, aber konnten sie in ihren Van hinstellen. Man kann da auch andere so tiny Hausgeschichten auf Rädern hinpacken und seine Sachen halt anbauen, Permakultur starten. Da hätte ich voll Bock drauf. Und für so ein paar lächerliche Tausender wäre das richtig geil, so ein Stück Land zu haben. Sich dann nach und nach da irgendwas aufzubauen. Nur halt die Beschränkung, dass es halt wirklich kein Bauland ist, dann darf man glaube ich auch keine Jurten hinstellen, muss ich mich informieren. Und halt ein Lehmstrohhaus sowieso nicht. Deswegen kommt es eigentlich für mich nicht in Frage, weil ich will eigentlich ein eigenes Haus bauen. Portugal wissen wir halt noch nicht, auch wie den ganzen fetten Mega-Insekten, die da teilweise rumfleuchen, kreuchen und Schlangen, haben wir ganz viele Videos drüber gesehen. Von Permakulturleuten, die da ständig irgendwie auch Schlangen hatten und andere Echsenwesen und so. Und da haben wir auch wegen unserer Hunde schon allein Angst. Also ich habe da auch wirklich eine höllische Angst wegen den Hunden. Deswegen kommt im Prinzip für uns eigentlich erstmal nur Deutschland in Frage oder sowas wie Norwegen, Schweden. Weil ich brauche jetzt nicht unbedingt mehr die krassesten Früchte zum Anbauen. Das wäre schon geil und auch Durian im extremsten geil. Im geilsten Extremfall. Ich mag aber wiederum auch kein tropisches Klima, aber subtropisches. Ich glaube in Südportugal, weil es da halt fast so ist wie in Nordafrika, könnte man auch Durianbäume anpflanzen. Aber wir werden erstmal halt mit dem Van Urlaub machen, hinfahren und uns ein Bild machen und so weiter. Aber vom Gefühl her eigentlich erstmal nö.
Ja, ich weiß nicht, ob ich das so auf eine Stunde strecken soll, so gewesen. Das war 35 Minuten beim Video. Sehr viel hat sich getan in den letzten Jahren. Ah, mir passen keine Klamotten, ey. Ich bestelle dann immer bei Kleiderkreisel für 2, 3 € irgendwelche Holzfällerhemden oder sowas in. Ich dachte zumindest, ich hätte ein XXL bestellt, dann war es aber doch nur XL und dann passt das wieder null. Deswegen habe ich gerade auch eigentlich nichts an, weil ich habe einfach kein T-Shirt, was mir passt. Ich habe nur einen Pulli, der mir passt, der aber dann sogar zu groß ist, der groß ausfällt. T-Shirts, die habe ich alle nur in L oder M. Ich wog ja auch teilweise mal nur 60 Kilo, jetzt wiege ich 100. Und für Hosen genauso. Mir sind jetzt 3 Hosen gerissen, geplatzt, bei normalen Bewegungen, teilweise beim Training. Bei Hose habe ich jetzt eine bestellt in 3X, also eine, die habe ich jetzt auch schon in 3XL. Also XXXL, die passt mir jetzt gut. Und ja, T-Shirt auch so. Bräuchte ich eigentlich auch XXXL. Also XL, das definitiv geht gar nicht. XXL, wenn es nur normal oder groß ausfällt. Wie dieser Pulli, der fällt groß aus und hat XXL. Aber ideal wäre 3XL und wahrscheinlich werde ich auch noch. Also, ich hätte Bock nochmal 20 Kilo zuzunehmen. Aber halt nur an Muskulatur. Und muss halt ein paar Wasserentlagerungen noch loswerden. Ja. Ziemlich müde. Ja, Ernährung will ich eigentlich nichts zu sagen. Weil das ist so krass anders immer. Ich weiß auch nicht. Ich habe da einfach keinen Durchblick mehr. Es ist mal so, wie Sachen auf mich wirken. Und im Prinzip entscheide ich das selber. Teilweise aber auch nicht. Also was ich halt herausgefunden habe, dass einfach alles nur Trigger sind. Also man verbindet dann halt mit gewissen Essen irgendwas, wo man in seinem Kopf angeblich valide Informationen dafür, dass es dies und das jetzt giftig oder nicht giftig ist. Und dann manifestiert sich das instant im Körper, ohne dass man das wirklich merkt. Auch wenn man jetzt diese Information für sich aufnimmt und vielleicht sogar glaubt, oh, das könnte sein, was er jetzt sagt, was ich jetzt sage. Das reicht nicht, man merkt es trotzdem nicht, man ist trotzdem noch zu unbewusst dafür. Und diese Trigger, die sind einfach so stark und so tief, dass es einfach passiert. Aber teilweise komme ich in die Region, wo ich das dann aufarbeiten kann und dann wirkt nichts mehr giftig auf mich. Und es geht dann einfach irgendwie komplett durch, ohne dass es irgendwas macht. Das habe ich aber sehr selten, aber ich bin schon so weit, dass es halt nicht mehr viel macht. Und so kann ich dann auch essen, was ich möchte, aber ich esse halt trotzdem nicht viel oder so. Manchmal schon, manchmal nicht. Also heute habe ich halt nichts gegessen, nur den Kaffee getrunken. Gestern weiß ich gar nicht mehr. Ah doch, gestern habe ich Brote gegessen, aber Brote sättigen mich nicht wirklich. Selbst wenn ich viel davon esse, also mich macht zum Beispiel ein McDonald's-Burger, also halt ein sehr vegane Burger, satter als 14 belegte Brote. Einfach wegen den Proteinen und der Giftigkeit des McDonald's-Burgers. Manchmal esse ich dann halt zwei diese McDonald's-Burger an einem Tag, aber sonst halt nichts. Und dann bin ich halt bis zum nächsten Tag hinaus noch gesättigt, dass ich danach noch 24 Stunden Trockenfasten mache. Da musste ich mich erstmal jetzt ein paar Mal, also ein bisschen dran gewöhnen, dass ich den vertrage. Das war schon so das Giftigste an Veganen, was ich je gegessen habe. Das ist richtig heftig. Aber damit habe ich mich jetzt auch mit meiner mentalen Programmierung dran gewöhnt. Also es ist alles im Prinzip nur Programmierung in der Welt. Nur das Ego will es nicht wahrhaben und man erfährt ja auch mal diese Validierung, dass es halt so ist, wie man selber denkt, weil wir erschaffen ja die Realitäten, deswegen, ja, Burger ist giftig und so weiter, passiert dann auch, fertig. Ganz so einfach ist es natürlich auch wieder nicht, das ist halt immer die Sache, ich weiß auch nicht, es gibt halt auch diese Massenprogrammierung und ich bin jetzt momentan auch nicht in diesem krassesten Bewusstsein, was ich manchmal halt habe, aber es gibt halt auch diese Massenprogrammierung und aufgrund dieser Massenprogrammierung wirkt es dann auch bei jedem relativ ähnlich und daraus entstehen dann halt irgendwelche komischen Ernährungsphilosophien, was halt gewisse krasse Ähnlichkeiten gibt unter Menschen und das nennt sich dann auch teilweise Wissenschaft und so. Oh, die sind ja ähnlich, also funktioniert das so und so,
anstatt einfach nur zu checken, dass es einfach nur eine Massenmatrix ist, wo jeder dran angeschlossen ist und diese geistige Matrix einfach jeden programmiert und die Programmierung vorgibt, aber man kann die als Individuum halt trotzdem verändern für sich selber. Deswegen gibt es halt auch immer Ausnahmen aufgrund dessen, weil Menschen unbewusst teilweise ihre Programmierung ändern und wir machen das jeden Tag, dass wir irgendwelche Programmierungen ändern bei uns. Nur nicht in einem so großen Stile, aber man kann es halt im großen Stil machen und das machen zum Beispiel auch Yogis, sodass sie dann halt von Schlangengift nicht sterben oder von sonstigen krassen Sachen oder wie ich mal 30 Tassen Kaffee geäxt habe, was über der letalen Dosis war. Ja, ist alles Programmierung halt. Ich spiele halt ein bisschen mit rum und je nachdem, was ich auch für ein Bewusstsein habe, passe ich dann halt auch die Änderung an. Man muss da halt sehr, oder ich möchte da sehr intuitiv sein, nenne es aber trotzdem nicht intuitive Änderung, weil ich auch sehr viel mit meinem Verstand auch versuche ranzugehen, Logik das nicht ausschließe. Ja, dann lassen wir das Video mal bei 41 Minuten. Ciao.